vor 30 Jahren war ja nicht nur die Wiedervereinigung unseres Landes, sondern damals waren so Wortverbindungen völlig normal und en vogue wie das gemeinsame Haus Europa. Damit war ganz viel Hoffnung verbunden. Fukuyama schrieb vom Ende der Geschichte. Es wurde vom Frieden für immer geredet. So eine große Hoffnung wurde seinerzeit verbreitet. Ich gucke heute noch manchmal, wenn ich, was ich selten bin, aber ein bisschen resignativ drauf bin, nehme ich mir die Charta von Paris vor, die ja in diesen Monaten von allen wichtigen Staatschefs verabschiedet wurde. Das war ein Manifest der Hoffnung auf eine friedliche Zukunft. Und man kann heute, 30 Jahre später, ohne in Pessimismus zu verfallen, sagen und muss es sagen, selten waren die Hoffnungen größer und selten sind sie so enttäuscht worden. Ich weiß es nicht. Was ich aber wahrnehme ist, das ist jetzt so zum Ausdruck gekommen, wir haben schon in den vergangenen Jahren an vielen Indikatoren spüren können. Wir arbeiten ja auf vielen Ebenen mit Zivilgesellschaft in Russland, was nicht einfach ist, auch zusammen. Was wir gespürt haben, ist ein nicht explosionsartig wachsendes, aber deutlich zunehmendes Selbstbewusstsein von Menschen, die sich artikulieren wollen, von Leuten, die sagen, wir sind damit nicht einverstanden, von Menschen, die ihre Interessen beginnen zu formulieren. Wir haben zum Beispiel vor zwei Jahren fing das an, Moskau wollte seine Müllprobleme einfach dadurch lösen, indem sie weit im Norden sich ein Städtchen ausgesucht haben, wo sie eine Riesendeponie bauen wollten und da ihren Müll, das nannte sich dann Fabrik und so weiter, wir nennen ja auch manches Sekundärrohstoffverbrennung, was in Wirklichkeit Müllverbrennung ist, aber egal, sowas Ähnliches hatten die da auch als Namensgebung vor. Aber was für russische Verhältnisse seinerzeit noch ein bisschen neu war, die Leute dort oben haben sich gewehrt. Die haben gesagt, nee, wir wollen das hier nicht, dann sollen die Moskauer selber sehen. Und die haben sich so vehement gewehrt, dass dieses Projekt gestoppt werden musste. Also man muss sich immer vergegenwärtigen, wenn man über zum Beispiel solche Themen, und wir reden da oft drüber, wenn wir in Russland sind, redet, was bei uns Energiewende genannt wird. Ein Land, in dem bis vor kurzem Öl und Gas fast nichts kosteten, also in der Relation, wo man heizen konnte und das Fenster aufmachen konnte, jetzt mal etwas plakativ gesagt, ist das erstmal schwer zu vermitteln gewesen, dass das ein Ziel sein muss. Es hat der Beginn des Umdenkens, des Spürbaren, vorher bei aufgeklärten Menschen war es schon vorher da, der Beginn des spürbaren Umdenkens ist unter anderem mit diesen riesigen Waldbränden, die über mehrere Jahre jetzt auch Russland erwischt haben, zu verzeichnen gewesen, wo übrigens die Rauchschwaden samt Geruch bis nach Moskau reingezogen sind und wahrnehmbar wurden. Es gibt die ersten Diskussionen in Russland, das Tauen des Permafrostbodens, auf dem ganze Städte gegründet sind, die darauf gegründet sind, dass der Frost ewig ist, sonst stehen die Städte nicht. Das schafft jetzt ein Bewusstsein in der aufgeklärten politischen Kaste, ist das auch schon vorhanden, dass man solche Fragen debattieren kann. Wir sagen vom Forum her, wir bereiten jetzt gerade die nächste Städtepartnerkonferenz in Kaluga im Juni vor, wir hoffen, dass wir sie im Juni machen können. Bei diesen Städtepartnerschaften merkt man immer mehr, dass solche Fragen wie ökologische Kommunalwirtschaft, vernünftiger Umgang mit Müll, in Russland ein Riesenproblem, vernünftiger Umgang mit der Wasserwirtschaft, vernünftiger Umgang mit der städtischen Energiepolitik, da können wir von Deutschland aus unheimlich viel Input geben. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir raus? Und das ist ja zunehmend die wichtigste Frage. Was machen wir mit diesem Zustand? Wollen wir ihn laufen lassen? Oder wollen wir irgendwie sehen, dass sich da was zum Besseren tut? Ich weiß auch, wie Sie, Geschichte wiederholt sich nicht. Aber ich glaube, wir müssen mindestens aus dieser Geschichte, die wir ja gemeinsam erlebt und durchlebt haben, lernen. Ich bewundere bis heute, immer vor dem Hintergrund, das waren andere Bedingungen, aber sie sind nicht in allen Fragen unvergleichlich. Ich bewundere bis heute den Mut, die Klugheit und die Weitsicht, die Willy Brandt und Egon Bahr 68, 69 an den Tag gelegt haben. Was meine ich damit?
1968 im August hat die Sowjetunion und Warschauer Paktstaaten die Tschechoslowakei quasi überfallen und den Prager Frühling brutal niedergeschlagen. Wenige Monate später haben Willy Brandt und Egon Bahr den Mut gehabt, in Moskau die Verhandlungen für den Grundlagenvertrag mit der Sowjetunion anzufangen und schon ein Jahr später abzuschließen. Man muss sich das mal unter heutigen Bedingungen auch nur ansatzweise nach einem solchen Ereignis vorstellen. Sie haben damals dieses Politikprinzip Wandel durch Annäherung mit Leben erfüllt. Wandel durch Annäherung heißt, wir werden uns annähern. Wir werden versuchen, gemeinsame Tätigkeitsfelder zu identifizieren, obwohl Brezhnev das Wort Menschenrechte mit Sicherheit noch nicht mal buchstabieren konnte. Und wir hoffen historisch darauf, dass das dann auch ein Wandel geben wird. Übrigens, die Historie hat ihm ja recht gegeben. Das war ein großer, großer, mutiger Schritt, der den Frieden in Europa damals gesichert hat, am Ende zur Konferenz von Helsinki führte. Und ich komme ja selber aus der DDR-Bürgerbewegung, uns ganz viel Mut gemacht hat für das, was dann in den folgenden Jahren passiert ist. Und wenn Frau Merkel recht hat, und sie hat ja an etlichen Stellen auch recht, dass keines der großen Menschheitsprobleme, sie hat das bei ihrem letzten Moskau-Besuch richtig zum Ausdruck gebracht nochmal, Klima, Flüchtlinge, Terrorgefahr, Zukunft des Nahen und Mittleren Ostens, Abrüstung. Sie hat gesagt, keins dieser Probleme werden wir ohne Russland lösen können. Wenn das so ist, müssen wir aber uns Stück für Stück der Kernfrage, und aus meiner Sicht bleibt sie die Kernfrage, widmen. Wir werden mit Russland kein positives Verhältnis bekommen, wenn wir den Wunsch von 2001, nämlich sie in eine Sicherheitsarchitektur mit einzubeziehen, wenn wir uns diesem Wunsch nicht endlich ernsthaft widmen.